Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das letzte Mal sind wir in diesem Desert, in diesem, Gott verdammt, wie heißt denn das? In diese Wüste gegangen oder was auch immer das ist. Und dieses Mal werden wir hier, werden wir hier mal ein bisschen weiter schauen, was es hier so gibt. Und anscheinend nicht sehr viel. Selbst in den Secret-Gebieten, hier muss doch irgendwie noch was sein. Also ich weiß, wo rollt der jetzt hin? Ich weiß, dass das hier ist ein Magnetstein. Kriegt ihr irgendwas? Nee. Na gut. Keine Ahnung. Müssen wir irgendwas mit dem Stein machen? Vielleicht bringt ihr uns ja was hier draußen. Für irgendein Rätsel oder sowas. Erstmal schauen, hier sind auch irgendwelche Blumen. Ja, das war's auch. Na toll. Bisschen unnötig. Was brauchen wir das dann? Vielleicht um die Steine da. Irgendwie. Oh! Oh, Genius! Aber dafür nur eine Holzkiste, ey, wenn da jetzt nicht was Tolles drin ist. Und? Topas. Mann, wie schimmelig. Oh Mann. Schrecklich. Na gut, ist doch egal. Ihr blöde Viecher, braucht gar nicht gute Sachen, ist mir doch egal. Ihr weg mit dem Stein, braucht auch keiner. Und die Frage, wo wir überhaupt hin wollen. Weil in die Richtung, oder? Oder erstmal ein paar Gegner. Gleich mal gesehen, egal. Jetzt können wir gar nichts, wenn ich mal Pfeile ab. Hey Kollege! Mach dich mit deiner eigenen Waffe kaputt! Alter, die ist gar nicht mal so schlecht. Jo, was habt ihr denn für Waffen, ihr Pissecke? Oh, erstmal verkackt. Au! Was soll das? Hey du! Auf damit! Gib mir deine Pfeile! Keine Pfeile. Moment mal. Irgendwas ist hier falsch. Die müssen einem doch Pfeile geben. Nein? Richtig assi. Na gut, dann halt nicht. Ui, oh. Oh. Oder so. Nicht schlecht. Und hier drin? Opal. Okay. Weißt du gerade eine random Kiste oder? Ist die da immer? Keine Ahnung. Weiß man bei dem Spiel gar nicht. Gerudo-Tal. Oh, Moment. Hä? Wir gehen jetzt Richtung, wo wir... Okay, das kennen wir schon halb. TikTok. Hängebrücke. Hier scheint auch irgendwas Schrein zu sein. Wahrscheinlich irgendwo da unten, oder? Oder sogar etwas näher? Nein, ja. Keine Ahnung. Aber Gerudo wäre halt von der Story her schon das nächste, oder nicht? Also was heißt das nächste? Halt eins von den vier Sachen. Oder, ne, warte, was haben wir gesehen? Weil wir haben ja in den Erinnerungen, also wir haben ja Zoras gesehen, das haben wir ja gemacht. Dann gibt's diese Vogelviecher, haben wir noch natürlich noch nicht. Goronen. Und war das letzte überhaupt ein Gerudo oder sowas? Jawohl. Ja gut, dann müsste es ja gar nicht mal, ich weiß gar nicht. Was war das letzte von da? Ich überlege gerade, ob wir den angreifen sollen. Können wir den? Ja, können wir. Aber am besten mit einer richtig coolen Waffe. Zum Beispiel. Oh, Ritter Zweihänder. Hallo. Okay, wie viel Schaden haben wir denn gemacht? Oh. Okay. Danke. Okay, wir wissen hier ja schon so ein bisschen. Ja, den Rotschauer bekämpft. Der macht ja eigentlich das gleiche, glaube ich. Oh, der ist geschützt, der Arsch. Ey, voll gut. Für den. Aber nicht für uns. Aua. Der hat mich gestampft. So ein Arsch. Moment. Jetzt lohnt sich es eigentlich schon, sowas hier zu nehmen. Haben wir noch eins mit mehr Leben hoch? Ich will halt, machen wir so und dann das da. So, los. Auf deinen Hintern. Nein? So ein Arsch. Oh Gott. Nein! Oh! Mann! So. Oh schon. Meine Arschbombe. Ah, dann halt nicht. Dann halt. So. Ah! Alter! Die dreckigen Füße.
Wir sind auch fast tot, wenn du uns einmal erwischt, ey. Was sollen wir fallen? Oh, oh. Nicht schlecht. Machen wir so. Wir haben ja die Möglichkeit, in sein Auge zu schießen. So. Und. Okay. Pfeile sind gar nicht mal so schlecht. Oh, nicht erwischt. Der Bogen ist gleich am Arsch. So, erwischt. So, jetzt voll angreifen. So. Ja, diese Hinox. Das ist auch. Wir haben. Das. Der heißt nicht mal Hinox, der Jüngere oder so. Das ist ein ganz normaler Gegner oder was? Oh. Yo, sein Herz. Oh, so viele neue Sachen. Was ist los, Mann? Röstforelle. Boah. Junge. Okay. Irgendwas war fast kaputt, oder? Nein? Nicht mal? Egal. Nein, 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 nein. Mal schauen. Hier, Fuchs, für dich! Das fand ich jetzt stylisch. Jo, aber wir haben eine Menge Futter verbraten. Und natürlich auch noch Mifas Gebet. Eieiei, wo müssen wir denn hin? Ich will... Aha! Ich hab's mir schon irgendwie gedacht. Es blinkt schon die ganze Zeit. Es muss ja irgendwo sein. Ja, hui! Dakasso schreien. Dakasso? Was? Oh, okay. Wir haben ja kein Blatt, also können wir das nicht mal richtig benutzen. Schauen wir mal. Ab nach Dakasso. Huiuiui, Tipps für das Abenteuer. Hohen Ort, ja, ja. Das war also ziemlich einer der ersten Tipps, die wir von dem NPC bekommen haben. Steuerung, okay. Hat wohl schnell geladen, also scheint es nicht allzu groß zu sein. Hm. Oh nein. Es ist ein Kampf. Oh nein. Mein Name ist Dakasso, im Namen der Königin wird deine Kraft geprüft. Nein! Leicht. Ja, du mich auch, als ob das leicht wird. Oh. Oh nein. Wir haben noch Angriff hoch für 30 Sekunden. Schnell beeilen. Okay. Was ist es denn dieses Mal? Okay. Die kennen wir ja schon. Okay, er hat kein Schild. Alles gut. Kollege, ich reiß dich in Stücke, wenn du mich nicht abschießt. So. Hi. So. Ich weiß, Waffe gleich kaputt. Kann man auch gleich werfen. Okay. Dann. Ja. Auch nicht so. Okay. Wir kennen die ja mittlerweile, so ein bisschen. So. Kollege. Fuck you. Oh, 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 also geht es weit. Egal. So. Alter, mittlerweile machen wir die voll fertig. Ja gut, okay, das ist auch der Leichte. Aber der hat uns auch noch nicht erwischt. So. So, komm mal her. Oh, oh, der macht weiter. Was macht er denn? Oh, oh nein, oh nein. Ich habe Angst. Er schießt mehrfach. Ich habe Angst. Ja, hör auf damit. Mach das nie wieder. Fuck you. Oh. Eieiei. Ja, ich hab. Das hat bestimmt aber, obwohl. Also was mit dem Laser, mit dem kleinen Laser erwischt hat, hat das auch nur ein Viertelherz gemacht. Vielleicht sind die mittlerweile nicht mehr so schlimm, weil wir Rüstung haben, aber eieiei. Uiuiui. Kampf vor beleicht, ja, ja. Schauen wir mal. Was kriegt man denn dafür? Wieder so ein Reaktorkern. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, aber. Wieso nicht? Wieso nicht? Hey doch, gib mal die Belohnung, ich hab ihn kaputt gemacht, Junge. Prüfung der Stärke gemeistert. Sehr gut. Ja, ja, sehr gut. Oh, jetzt haben wir 9 Stück. Wenn es so weitergeht, können wir uns 3 Verbesserungen holen. Naja.
Uiuiuiui, Abwehrmechanismen, ja, kein Scherz. Und wir wissen auch, man kann richtig gute Sachen kochen. Wir brauchen nur Maxi-Zeug. Das ist eine volle Heilung plus 5 Herzen, was richtig heftig ist. Also plus 5 gelbe Herzen. Extra Herzen. Wisst ihr, was ich mir eigentlich nicht überlegt habe? Wie wir wieder hochkommen. Oh nein. Okay. Ich meine, gibt's hier überhaupt irgendwo... Hier gibt's ja nicht mal so ein Blatt. Dann können wir auch dieses Windzeug nicht benutzen. Wenn man jetzt nicht genug Ausdauer hätte, um da hochzukommen wieder, dann hätte man natürlich... Ja gut, man könnte sich natürlich immer wieder wegteleportieren. Obwohl, wir können da einfach ganz normal hoch. Ich habe mir jetzt gedacht, ich gehe einfach zu dem Wasserfall da hinten. Und von da aus einfach hochschwimmen. Wir können es ja mit unserer Rüstung. Aber ist ja sowieso egal. Können ja auch wahrscheinlich auch einfach nur hochhüpfen. Und hier sind auch noch... Ja, hier kommt er easy hoch. Ich bin jetzt hochgehüpft. Dann hat er genug Ausdauer. Ja gut. Dann nehme ich das schon mal zurück. Whoop. Obwohl, hier muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr aufpassen. Ich hoffe trotzdem, weil ich ein dummer Idiot bin. Dick Dog Hängebrücke. Dick Dog, Diggly Dog. Keine Ahnung. So, gleich geschafft und... Ja. Okay. Uiuiui. Da hinten. So, das ist doch bestimmt wieder ein Grogort, oder? So, was, wir fliegen gleich mal dahin. Oh, und da hinten ist auch wieder. Da wollen wir auch hin. Schauen wir mal. Ja! Hallo! Nein? Das glaube ich nicht. Hier müssen wir bestimmt irgendwas machen, ich habe aber keine Ahnung was. Gehen wir einfach hier lang. So. Uiuiuiui. Können wir da hinten irgendwie... wie kommen wir... wie machen wir das jetzt? Rüberfliegen und dann... Oder von da oben irgendwie... Ich einfach mal so rüber. Hoffentlich haben wir genug Ausdauer. Das müsste aber schon passen, denke ich. Zur Not haben wir noch Futter mit Ausdauer. So. Ah, es passt locker. Schauen wir mal. An, sind es Octoroks? Widerlich. Ekelhaft. Pfui! Mann. Also, Octoroks sind in dem Spiel so richtig assi. So, wird's langsam warm? Ne, hier ist nicht mal warm. Ah. Ja, greift er mich jetzt an? Kommst du? Stopp. Alter, was? Voll der Tank. Ja, ich greife die an, weil ich glaube, die greifen uns sonst an. Wenn wir nichts machen. Ich glaube, die gehen im Kreis rum und dann greift die an von hinten an oder so. Weil wir kennen ja Wölfe in Zelda spielen. Mal schauen, Sputling haben wir, glaube ich, für irgendwas gebraucht. 3 Stück. Ich glaube, wir brauchten 5 Stück, um irgendwie eine Rüstung zu verbessern. Egal. So, hier. Nächstes Easy-Rätsel. Kein Problem. Schauen wir mal. Ja, kein Problem. Sag ich ja. So. Und rein da. Du machst es mir ein bisschen zu einfach, Krog, weißt du? Ui, du hast mich entdeckt. Oh, okay, ich nehme es zurück mit dem zu einfach, bitte. Bitte mach's nicht zu schwer. Oh Mann. Das kann schon ganz schön fies werden. Das mit dem Wasserfall war ganz schön fies. Ich bin ja nur zufällig in den Wasserfall rein. Ich dachte, da gibt's irgendwie einen Schrein. Aber nein. Es war einfach, ja. Hab's ja gesehen. War diese doofe Würfel. Na gut, dann schauen wir mal. Hui. Easy. Wow. So. Ah, hier ist natürlich wieder. Wir müssten natürlich hier gar nicht lang gehen. Wir könnten erstmal hier lang, den Wasserfall hoch. Ich glaube, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Notfalls kann man immer noch wieder zurück, weil das ist ja viel weiter oben, dann können wir da hinfliegen und hier scheint irgendwie
Keine Ahnung, was das sein. Wenn ich so anschaue, obwohl, nein, es ist einfach nur die Brücke. Ah, ich glaube, es bringt uns gar nichts, hier hinzugehen. Obwohl, da ist schon wieder so ein spitze Steine-Ding. Wo wir keine Ahnung haben, was wir machen müssen. Hier sind aber viele Steine. Das kann kein Zufall sein. Müssen wir Steine da reinwerfen? Was? Ich versuche mal was. Ich höre Gegner. Egal. Können wir den... Toll. Wow. Super. Ich versuche mal. Oh, Moment mal. Ey. Link. Kein fauler Sack sein. Oh mein Gott. Ich hab's rausgefunden. Moment, aber es gab voll viele Orte, wo das gar nicht so einfach ist. Wo nicht so viele Steine sind. Wie soll das funktionieren? Ich meine, hier habe ich mir jetzt gedacht, weil ja, viele Steine. Oh, 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 oh. Fuck you. Oh. Mann! Eieiei, die machen einen aggressiv. So, so, so war es aber auch. So, jetzt hier hoch, oder? Dahinter schauen, ist da was? Nein. Oder? Kann nichts zu sein. Nur Gestein. Okay. Oder? Immer weiter schauen. Hier ist Platz, aber hier ist nichts. Sehr gut. Oh! Moment, den Ort kennt ihr. Hier ist aber kalt, hier wollen wir nicht sein. Schon wieder zurück. Hey, ihr Pisser! Ah, was macht ihr jetzt? Okay. Hier waren wir schon mal. Hm. Haben wir das hier schon gesehen? Oh. Da oben war der Turm. Hier. Oh, oh, so viele Dinge. Müssen wir noch schauen. Erstmal unwichtig. Alter, kaputte Baum. Erinnert mich. Ui. Ein klein wenig an Majoras Mask. Oh nein. Hallo. Fuck you. Oh, keine Ausdauer, super. Hallo. Und. Oh, schade. Das glaube ich gar nicht so eine schlaue Idee. Oh. Keine so eine schlaue Idee, wollte ich gerade sagen, das, die doofe Lanze hier zu benutzen. So. Weil die nicht so viel Schaden macht. Und. Was? So. Du bist sowas von tot. Lanze kaputt. Und Feuerstab. Die blöden Viecher, die sind eh doof. Dumm. Ich weiß, das sind. Ihr wisst schon. Oh Mann. Hm. Ist hier nichts? Einfach nur abgebrannt. Aber der Baum ist noch ganz. Oh, Terry! Oh shit, wir müssen ihn retten. Wenn er hier weiterläuft, dann wird er angegriffen. Oh nein! Kollege! Oh. Oh nein. Die bösesten Monster im Spiel, was werde ich nur tun? So. Schauen wir mal. Hier. Wird er noch ein Schild benutzen können. Hey, Kollege. Genau du? Komm doch her. Hä? Traust du dich? Hoia! Oh. Huh. Nein. Oh. Wow. Yo. Was haben wir eigentlich für Waffen, wenn die so gut sind? Oder wie schwach sind die? Also viele hier sind gar nicht mehr so wenig von den Gegnern. Hey du. Komm her. Triffst eh nicht. Oh, er hat getroffen. Drei Hits und die sind tot. Was ist los? Alter, ich glaube, wir sind ein bisschen überlevelt. So, das gibt's nicht, ich weiß. Aber wir scheinen gar nicht mal so eine schlechte Ausrüstung zu haben hier. So, oder die. Ich meine, wir haben also einen mega Fettsack dafür besiegt für die Waffe. Also ist die einfach nur gut. Schauen wir mal wieder nach Terry. Der hieß doch so, oder? Ich meine, aus Skyward Sword ist er, ja. Ich glaube, ich habe den Namen vergessen. Schauen wir mal. Hm. Da, oh, ich will den Sportling, ja, aber ich bin zu faul. Gibt's hier sonst noch? Wo ist Terry hinten? Da hinten. Gut, dann reden wir mit dem und danach beenden wir die Folge. Oh, okay. Sind wir eigentlich? Da wollen wir dann links weiter.
Du bist nicht... Wo ist Terry hin? Ah, das ist, glaube ich, auch eine Anspielung. Ich glaube, es ist eine Anspielung auf Iwata. Hat auf jeden Fall das Internet behauptet. Erdoa alleine reisen ist gefährlich. Auf deinem Weg ist die Wüste lauer. In die Wüste lauern jede Menge richtige gemeine Monster. Ich habe ein paar Wörter damit. Egal. Aber wenn du unbedingt dorthin willst, dann rüste dich wenigstens ordentlich aus. Ganz nebenbei, ich verkaufe auch Ausrüstung für Abenteuer. Für Söldner verdient man einfach nicht genug. Ah, okay. Oh. Ist doch nicht schlimm, dass ich nur Pfeile habe. Ah, der Pfeil, ja, das ist der Bogen nicht wert. Ja, also, ja, ich hör damit. Ja, das ein bisschen mehr sein? Klar doch. Wir haben das Geld. Oh, alle kaufen. Lumpen, 60 Rubine, klar. 15 Pfeile, easy. Wir sind eh reich. Passt schon. Ja, es passt schon. Gut, bis bald. Ha. Aber wo war... Hier war doch irgendwo Terry, was soll das? Na gut, halt nicht. Schon wieder Steinau. Kann man nicht mal aufheben. Na gut, ich würde sagen, dann beende ich mal die Folge. Oh. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh. Moment, erstmal Waffen wechseln, dass ich nicht die verschwende. So, jetzt aber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.